Hallo Leute, willkommen wieder zu einem neuen Part von Shakes and Fidget. Und zwar starten wir diesmal mit Server 22. Wir haben letztes Mal mit Server 23 gestartet, jetzt mit Server 22. Und ich bin auf allen drei Servern, wo ich bin, natürlich gerade dabei, die Alu zu machen. Ich bin gerade wieder da von der schönen Berufsschule. Ja, ich gehe zur Berufsschule. Und was habe ich gehört heute Morgen? Der Obama hat es wieder geschafft. Ja, der Obama hat gewonnen. Beziehungsweise hat die Wahl gewonnen, hat am meisten Stimmen bekommen, die Auszählung ist von denen noch nicht ganz durch. Aber es sieht halt ziemlich gut aus, dass, upsala, gerade was gegessen, Entschuldigung, dass er es geschafft hat. Oh, jemand hat auch hier geschrieben, Obama oder Romney. Ich war natürlich für Obama, weil ich habe Obama auch bei Facebook ein Like gegeben. Nein, ich kann es gar nicht beurteilen, wenn ich ehrlich bin, wer von den beiden der bessere Präsident der Vereinigten Staaten bin, denn ich bin dort nicht, beziehungsweise habe den Wahlkampf nicht verfolgt und weiß gar nicht die richtigen Probleme, beziehungsweise die ganzen Verbesserungen oder was weiß ich, was der halt, oder was die beiden Leute machen wollen. Ist ja meistens so ein Wahlkampf, den sagen sie mal, ich verbessere das, ich verbessere das. Und was sie dann umsetzen, ist halt eine andere Sache. Aber Obama ist halt vom Typ her ziemlich, sagen wir mal, etwas moderner wie die normalen Präsidenten, die man so kennt. Natürlich bin ich noch nicht ganz so alt, deswegen habe ich nicht alle. Oh, irgendwo ist hier gerade etwas beendet. Auf Server 23 lasse ich dann erstmal so. Server 22 ist auch gleich was vorbei. Und wir könnten gleich auch schon mal den Dungeon wieder versuchen. Mal erstmal schauen hier mit der Quest gegen den. Gegen dieses Vieh hier haben wir gewonnen. Ich bin Stufe 154 geworden und habe hier noch ein Item, was ich also wegpacken kann. Und wir können was ins Klo schmeißen und dann einmal schön die Spülung drücken. So. Ja, was wünsche ich mir denn diesmal? Letztes Mal habe ich mir eine Epic-Waffe gewünscht. Habe auch eine bekommen. Und dieses Mal wünsche ich mir eigentlich einen Epic-Helm mit 3er Stats, das heißt mit Geschick, Glück und Ausdauer. Also ich möchte doch jetzt gerne mal einen Helm bekommen, einen Epic-Helm. Klo, zeig mir, was du kannst. Und das sind Crab-Handschuhe. Yep, das ist nichts. Und leider kann ich sie nicht wieder reinschmeißen. Egal, ist nichts geworden. Aura 6 nun. Das geht auch voran. Ich habe, glaube ich, immer bis auf einmal das was reingeschmissen. Also ich habe genau einmal vergessen, was reinzuschmeißen. Das heißt, Aura 6 ist doch schon ganz in Ordnung. Dann müssen wir das wieder füllen. Aber diesmal ist es leider nichts geworden. Post hier ist auch etwas gekommen. Wie gesagt, bitte, wenn ihr zu Server 23 was schreibt oder so und dort aktiv seid, dann schreibt bitte auch zu meinem Server 23 Charakter, weil sonst ist das Ganze ziemlich unübersichtlich. Machen wir weiter mit der Alu. Wir können jetzt mal den Dungeon noch hier versuchen, ob wir den noch schaffen. Ja, der ist drin auf jeden Fall, aber ich sag's mal so, ich will jetzt nicht übertrieben hier wieder rumpilzen. Übrigens, das mit diesen kostenlosen Pilzen ist ziemlich lustig. Man geht hier auf Pilzdealer, geht auf Gratis, klickt die an, schaut sich 5 Videos an, glaube ich, Maximum. Und dann kriegt man 5 Pilze. Das heißt, 5 Videos, 5 Videos, eins dauert, also das kürzeste dauert, glaube ich, eine Minute und das längste, glaube ich, 5 Minuten. Und dann bekommt man 5 Pilze und dann macht man hier noch was anderes und dann kann man quasi als Nicht-Pilzer. Ja gut, dann ist man ja wieder ein Pilzer. Aber für einen, der kein Geld für dieses Spiel ausgibt, kann man quasi 300 Alu am Tag machen, wenn man diese Gratis-Aktion macht. Finde ich ziemlich cool. Und alle Leute, die das aktiv spielen und wirklich kein Geld dafür haben, weil sie vielleicht noch Schüler sind oder andere Gründe, weil die Eltern das nicht erlauben oder wie auch immer, dann könnt ihr das Ganze hier machen und könnt dann quasi 10 Pilze bekommen. Aber bei diesen ganzen Sponsor-Aktionen, da wo man sich sein Gewinnspiel, seine richtige Adresse eintragen muss, das kann ich nicht empfehlen, weil dann wird man sicherlich monatlich irgendeine Scheiße zugeschickt bekommen, irgendwelche Werbung. Und ich glaube kaum, dass man als Schüler dann von irgendwie 10 unterschiedlichen Firmen die ganze Zeit Post bekommen sollte, weil das nervt bestimmt auch die Eltern und einen selber natürlich auch, wenn die ganze Zeit so welche nervige Post kommt. Also richtigen Namen angeben ist natürlich immer fraglich, ob man das gerne machen möchte. So, Dungeon, wie gesagt, lasse ich erstmal. Das Gold ist auch schon alles ziemlich gut. Mein Sammelalbum ist inzwischen auf 86,24%. Und wir machen hier dann weiter die Alu. Eine Special Crest. Was gibt es hier? Eine Brust. Nehmen wir die doch an. 10 Minuten, ziemlich viel Erfahrung und ziemlich viel Gold. Natürlich, machen wir weiter mit Server 2 United Kingdom. Da ist in 1 Minute 44 die Quest vorbei. Die Post blinkt hier auch. Elite Gamer schreibt etwas über Hater.
Und hier schreibt jemand, wieso greifst du mich an, obwohl ich Abonnent bin? Ich greife eigentlich nur für das Sammelalbum an. Also nicht wundern, immer fürs Sammelalbum. Das ist mittlerweile auch hier schon auf 53,82%, finde ich schon ziemlich gut. Dafür, dass ich, wenn, also ich habe bislang null Pilze ausgegeben für dieses Sammelalbum. Das ist schon ziemlich gut, finde ich. Man muss es ja nicht übertreiben und die ganzen Pilze raushauen. Bei so einem Projekt, wo ich halt versuche, so lange wie möglich die 300 Alu zu spielen. Und leider zeitlich kann ich dieses Gratis-Ding hier leider nicht machen. Deswegen, naja, wir schauen mal auf die Gilde. Da schreibt jemand, ob ich wieder LP mache. Ich nehme gerade auf. So. Ja, ich nehme gerade auf. Für alle, die gerade online sind, das sind aber nicht viele. Ja? Vielleicht liest das jemand. Naja, mal schauen. Hier, wie gesagt, ist die Quest gleich vorbei. In 40 Sekunden überspringen. Nee, das will ich jetzt nicht. 399 Pilze habe ich hier noch. Hier schreibt Elite Gamer etwas über Hater. Es interessiert mich. Also, wie gesagt, ich werde mir die Nachrichten alle später nochmal durchlesen und mal schauen, ob ich irgendwann mal in der Woche so festen Termin mache. Zum Beispiel, was weiß ich, Mittwochs oder Freitags oder Donnerstags, dass ich dann immer die ganze Post vorlese. Das ist halt ein spezieller Tag beim Let's Play von Shakes and Fidget, wo ich dann etwas mehr auf die Post eingehe, damit ich die vorlese. Ich glaube, die Idee ist gar nicht mal so schlecht und mal gucken, ob ich die umsetzen werde. Ja, wie lange dauert das denn noch? Okay, 2 Sekunden, weil sonst muss ich mir die ganze Zeit hier irgendwelche Texte überlegen gegen die Hex. Oh, die hat 2 Pickel oder Warzen auf der Nase. Haben wir auch geschafft. 8400 Gold. Wir können etwas spenden. Schauen wir mal in den Dungeon. Wir haben einen neuen. Ach, den hatten wir letztes Mal schon, den Dungeon-Schlüssel. Schaffen wir nun diesen Windelementar? Oh, den haben wir geschafft und wir haben einen Stärkering bekommen. Mit 81 Stärke. Der ist gar nicht mal so schlecht. Das ist schön. Was ist der zweite? Der ist ein Pirat. Haben wir den anderen Piraten eigentlich schon down? Den etwas schwächeren, diesen hier. Den haben wir letztes Mal fast geschafft. Ach, was ist denn jetzt hier los? Was ist das hier? Das ist ein Stärkegegner auch. Aber der ist noch irgendwie zu stark. Der ist Stufe 54. Hier haben wir diesen Kollegen hier. Der Stufe 50. Und der ist down und ein Epic Helm. Jawohl, nicht beim Klo ein Epic Helm bekommt, sondern jetzt mit aller Attribute, finde ich gut. Alle Attribute 46 und 331 Rüstung. Gar nicht mal so schlecht. Das ist doch sexy. Wir sind inzwischen bei 22 Dungeon-Etagen. Nicht Tage, sondern Etagen. Haben jetzt hier ein paar Items, habe immer auch diesen lustige Kettensäge, ist einfach nur episch. Also wenn ich die hier habe mit gutem Damage, werde ich sofort anziehen. Dieses Item ist der Hammer. Was haben wir noch für Dungeons? Mal gucken hier, ob für die 56, das ist natürlich auch ziemlich hart. Also ich denke mal, dass also dass heute wird nichts mehr auf jeden Fall fallen, das kann ich schon mal sagen. Ja, so schlau bin ich. Aber ich denke mal, in den nächsten Tagen dann wieder. Ich werde das erstmal so weit beruhen bei den Dungeons für diesen Server. Dann machen wir hier auch weiter. Wir können ja hier mal jemanden angreifen. Einfach nur aus Spaß. Oh, gerade so gewonnen. 20 Gold hat der gegeben. Dann können wir eigentlich mal hier gleich Gold in die Gilde spenden. Mal hier so 5000 reingebuttert. Oder ich habe noch gar nicht im Waffen- und Zauberladen geschaut. Moment. Ob es hier was Besseres gibt. Die beiden Sachen kann ich ja verkaufen. Was haben wir hier denn? Glück, Geschick, Glück, nein, Stärke, nein. Aber das mit den Items, das fällt auf jeden Fall auf. Also wir haben jetzt hier 6 Items und 1, 2, 3, 3, 3, 4 Items kosten Pilze. Und von diesen 4 Items, die Pilze kosten, kosten 3 Stück 10 Pilze. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Was machen die mit den Pilzen? Dafür, dass jetzt dieses Gratis-Event ist, muss man mehr Pilze ausgeben oder was? Ich weiß nicht, was da los ist. Hier haben wir Int Glück hier wieder für den Pilz. Int Stärke Glück für den Pilz. Und hier wieder 10 Pilze. 10 Pilze für 50 Ausdauer und 20 Int. 40 Int. 10 Pilze. Und immer noch 225 Gold. Das ist schon richtig brutal. Oder ich weiß jetzt nicht, ob jetzt im Verhältnis. Meistens ist das ja so, wenn das Item viele Pilze kostet, dann ist der Goldwert gering. Aber zurzeit ist der Goldwert hoch und die Pilze auch. Aber die Frage ist, ob dann die Items dafür quasi viel besser sind für das Level oder nicht. Das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Wenn ich jetzt mal hier auf das Item gehe, 46 Stärke, 30 Glück, 41, 41. Ja,
Aber wirklich das große Update und also für 10 Pilze lohnt sich definitiv nicht, so ein Item zu kaufen. Das kann ich auf jeden Fall jeden abraten, auch für jeden, der super brutaler Über-Hardcore-Pilzer ist. Kauft euch das nicht, weil das ist doch überteuert, oder? 10 Pilze für einen Non-Epic, viel zu teuer. So, machen wir hier auch weiter dann, oder das Gold spende ich dann gleich mal rein. Machen wir hier auch weiter mit der Alu. Nehmen wir diese Quest hier. Server 23 sind wir auch soweit fertig mit der Quest gerade eben. Wie gesagt, nur etwas gespielt. Schauen wir mal in die Gilde, was ist hier los? Hier wird was reingepostet, okay. Und wir haben auch den ersten Gildenkampf schon gewonnen. Das heißt, wir haben jetzt 252, wie nennt man es, Ehre, genau. Jetzt können wir noch eigentlich einen weiteren Gildenkampf machen. Ich greife mal irgendjemanden wieder an hier. Vielleicht im oberen Bereich. Was haben die denn hier für Leute drin? 22, 18, 17, 16, 15, 14, 23. Können wir eigentlich angreifen? 900 kostet das. Egal, machen wir den nächsten Gildenkrieg. Ist angemeldet. Könnte dann hier noch etwas später ausbauen. So um 15.08 Uhr den Gildenkrieg zu starten ist gar nicht mal so schlecht. Und hier sieht das so aus. Ich bin Stufe 34, habe noch etwas Alu, beziehungsweise noch so gut wie alles. Bin bei 53,76% Sammelalbum. Das werde ich am Wochenende auch noch hochpushen. Dauert ja noch etwas, bis wieder Wochenende ist. Etwas Gold habe ich auch. Das könnte ich gleich mal verspenden. Schauen wir erstmal in den Shop. 180 mit 80 Intelligenz. Was ist das denn für eine sexy Waffe? Die ist sehr sexy. Oh, sexy Lady. Die nehme ich und ziehe sie auch an. Und irgendwie versagt gerade meine Stimme. Und ich weiß gerade nicht warum. Stärke, Stärke, Stärke. Im Zauberladen. Gibt es da noch was? Stärke. Natürlich überall Stärke. Stärke. Glück. Ein Ausdauertrank. Aber ich glaube, ab 34 oder 35 gibt es ja schon die XXL-Tränke. Die ich mir aber auch nicht erblättern werde. Ab in die Gilde. Gold. 250 reingehauen. Schauen wir mal in den Dungeon. Was haben wir hier so? Schaffen wir den Fleischgolem nun mit einer neuen Waffe? Oh, der haut noch rein. Der haut viel zu viel rein. Der ist noch nicht machbar. Der ist Stufe 38. Der ist schon etwas besser, aber immer noch ziemlich brutal. Hier Stufe 36. Das könnte was werden. Den könnte ich vielleicht down kriegen. Ah. Er will aber nicht. Er will nicht. Er will nicht. Dann werde ich mal versuchen, die 39 Gold noch zu verskillen. Noch ein bisschen Int. Ja gut, ein Int-Punkt jetzt hier geskillt. Den Rest hier noch rein. Noch ein Versuch, aber ich glaube, das wird nichts. Wenn ich am besten anfange, so. Sowas in der Art. Wenn er nicht krittet und ich jetzt kritte. Nein, kritt nicht. Oh Gott, hat er mich weggekrittet. Habt ihr das gesehen? Oder war es gar kein Crit? Wenn ich jetzt noch einen Hit überlebe. Ja! Das dauert sehr gut. 114 Gold. Aber wieder kein Epic. Erst ein Epic bekommen, was ich immer noch anhabe. Was eigentlich schon ziemlich crap ist, was ich eigentlich ausziehen könnte. Aber gibt ja nichts Besseres hier. Und Blätter möchte ich jetzt auch nicht. 117 Gold habe ich wieder. Was dann wieder gleich in die Gilde kommt. Schaffen wir den nächsten auch noch. Die Terror-Tarantel. Oh Gott, die tutet mich. Okay, die hat 726 Geschick. Das ist zu viel. Die ist zu mächtig für mich. Die hat zu viele Beine. Wir könnten auch eben einen Arena-Kampf machen gegen Zello. Haben wir gewonnen. 3 Gold. Und das Sammelalbum hüpft mal wieder. Sehr schön. 54% aufgerundet. Sehr, sehr schön. Stufe 35 bin ich gerade eben geworden. Werde dann gleich die Alu hier weiterspielen. Selbstverständlich. Und werde dann eben noch in die Gilde spannen. Mein 120 Gold. So. Ist auch drin. Einige haben sich schon angemeldet für den Gildenkrieg. Ist schon mal gut. Und dann war es dies mal wieder für heute mit dem Let's Play Part. Und meine Videofrage ist diesmal, ob ihr euch wirklich interessiert, beziehungsweise habt ihr euch den Wahlkampf etwas genauer angeschaut? Oder ist es euch einfach scheißegal gewesen, was in Amerika passiert ist? Ist ja nicht unser Land, beziehungsweise wir sind ja nicht da. Interessiert euch das oder interessiert euch das nicht zu der Wahl 2012 in Amerika? Und zwar mit Obama. Ja, Obama im Weißen Haus hat es ja wieder geschafft.
Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, wenn ihr dieses Video mit einem Daumen hoch bewertet, weil das hilft mir sehr, sehr viel auf YouTube. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.